Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team mit mir, Players Club Member. Heute, ja, soll es wieder darum gehen, dass wir ein bisschen Gameplay zeigen. Und ich bin zurzeit irgendwie FIFA-süchtig geworden, glaube ich, so wie ich das mitgekriegt habe. So viel FIFA, wie ich bis jetzt gespielt habe, Wahnsinn. Das habe ich die letzten Monate oder so überhaupt noch nicht gespielt. Also das Spiel kann süchtig machen. Und wir wollen heute online spielen gegen menschliche Gegner. Liga 9, zweiter Spiel. Und erstes Spiel wurde ein Sieg draus, das war echt gut. Aber wie gesagt, heute ist ein neues Spiel, heute ist was Neues angesagt. Und los geht's, unsere Mannschaft haben wir schon. Ist alles fertig und dann schauen wir, ob wir einen Gegner kriegen. Ich hoffe es mal. Ist ja immer so eine Geschichte für sich. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. Jetzt müssen wir wieder warten, bis wir einen Gegner kriegen. Oh, da haben wir sogar schon. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen die blauen Trikots. Dann kann er seine roten benutzen. Auf los geht's los, würde ich sagen. Dann schauen wir mal uns seine Mannschaft an. Ein 4-5-1-System habe ich auch noch nicht jetzt online gesehen. Chemie 100%, holländische, deutsche Spieler, okay. Sehr interessant sieht's aus. Und auf geht's, liebe Leute. Nach dem Sieg im ersten Spiel dieser Saison ist die Euphorie groß. Und sind wir doch mal gespannt. Ein Erfolg in dieser Partie heute, dann wäre es ein großartiger Auftakt. Wie gesagt, ich bin kein Pro-Gamer oder so, also gegen mich hat jeder eine Chance. Und nun Lukas. Aber wie gesagt, wir tun natürlich unser Bestes. Kruse. Und Achtung, genau ich hingeschaut. Ja, noch jeden Tag was dazu. Was Neues. Kehl. Schade, schade, schade. Aber gut, der erste Versuch war ja gar nicht mal so schlecht. Wir spielen ein bisschen offensiver. Er macht es alleine. Er ist eigensinnig. Boah, er kann der rennen, ey. Das ist ja Hammer. Sehr ich würde echt mal gerne interessieren, was der für Tempo hat. Wow, wow, wow. Aus großer Distanz. Ja, aber nicht schlecht, also. Fast ein Tor. Das wäre war echt nicht schlecht, ey. Das Tor des Monats gewesen. Ein solcher Weitschuss aus einer solchen Distanz. Ein Dollarschuss. Also wie gesagt, ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Ein bisschen dran gewöhnen. Schäfer. Wie gesagt, gegen menschliche Gegner ist es immer so eine Geschichte für sich als gegen Computergegner. Janschke. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Obwohl der Computergegner auf Vita. Legendär oder auf Weltklasse wirklich nicht schlecht ist. Das war jetzt ein Fehler von ihm. Stindl. Ach, verdammt. Es muss Einwurf geben. Ja, so ein paar kleine Lecks sind dabei, aber jetzt nicht so unbedingt was Schlimmes oder so. Also nicht jetzt so große. Gute Übersicht. Im Ring, guck mal hin. Ah, da hätte ich. Ja, ich muss die Abschlüsse ein bisschen ruhiger gestalten und dann wäre das bestimmt ein Tor geworden oder so. Das weiß ich natürlich, aber wie gesagt, die Aufregung, wenn man online spielt gegen menschliche Gegner, die ist ein bisschen anders, wie wenn man gegen Computergegner spielt, weil da weiß man und nun Christian Gentner. Ungefähr so, wie er so teilweise spielt, aber hier zum Beispiel weiß man es überhaupt nicht. Lars Bender. Ja! Und da ist er drin. Schönes Ding, 1-0. Das war super. Ja, der Kerl, der hat voll drauf, der Typ. Mein bester Einkauf, muss ich sagen, und ich habe nicht mal viel dafür bezahlt. Ich glaube 350 okay, Coins oder so. Wir uns gerne noch mal aus aber der Stürmer ist echt genial, der Kruse. Der Max Kruse von Borussia Mönchengladbach. Normal ist Leverkusen, aber der ist ausgeliehen nach Borussia Mönchengladbach. Sehr guter Stürmer, muss ich sagen. Also der hat es echt fast hier in FIFA drin. Ey. Natürlich kann er nicht mit den Topstars jetzt mithalten oder so. Also für die Mannschaft ist er echt genial, finde ich. Weiß gar nicht, warum der so billig ist. Bobby Knoche. Und nun Christian Gentner. Kehl. Oh, wow.
Ah, wenn man solche Dinger nicht. Ja, das ist natürlich fatal, wenn man vor der Abwehr so spielt und nicht aufpasst, dann ja, passiert solche Schnitzer und wenn man dann nicht an den Ball hinkommt, dann so frei vom Tor, dann ist es normal ein Tor. Also wie man den Beispiel sieht, das ist ja, jetzt nichts mehr machen können. Stindl. Außer mit dem Tormann rausgehen, aber. Lars Bender. Badstuber. Jetzt müssen wir uns halt wieder ein bisschen konzentrieren und müssen ein bisschen vorwärts spielen und hoffen, dass wir noch eine Chance bekommen. Ja, da muss man viel resolut. Das sieht gefährlich aus. Und abseits. Abseits. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, echt. Schade, schade. Oh, meine Maus, die stört mich schon, oder? Ah! Verdammt. Ich komme nicht so wirklich an den Ball hin, also. Spiel über die Flügel, das ist häufig die Lösung. Aber nicht, wenn der Ball verloren geht. Da schießen sie Lukas Podolski an und die Kugel rollt ins Aus. 2x6 Minuten, also ist das Spiel hier und. Boah, 2x6 Minuten können echt lang sein. Warum hat es gerade hier so geleckt? Alter, aber richtig weggedrängt, ey. Vielversprechend, aber dann ist der Ball auch schon wieder Fucicato. Von hier nicht so tolle. Alter, wie schnell hier ist denn sich der? Vielleicht was an. Schöne Flanke. Die Hereingabe war gar. Kann aber auch sein, dass er Karten benutzt hat. Auf dem Posten. Lukas Podolski will den Ball. Schade, ey. Hand. Gut, das hätte ich wissen müssen, dass ich mit dem einzelnen Mann da nicht durchkomme. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Deswegen, wie gesagt. Ja, und solche Fehler, das sind natürlich. Katastrophe! Katastrophe! Also, das war ein krasser Abwehrfehler und dann finde ich ihn ja zu dolle. Also, schaut euch an. Ich habe den Ball eigentlich gehabt und krasser Abwehrfehler. Und dass dann so ein Tor kommt, das war mir klar. Also, dann ist er. Frei von Tor und dann kann er einfach schießen. Das ist natürlich locker leicht. Also schade. Rita. Aber wie gesagt, wir kämpfen weiter. Wir wollen weiter kämpfen. Das ist noch alles machbar hier. Stindl. Mann! Er macht seinen Job. Pfeift auch mal ab, bitte. Diesen Angriff des Gegners. Lars Bender. Kruse. Nein! Also in dieser Situation, da muss er doch wirklich den Ausgleich machen. Ja, also richtig, Kommentator. Den nicht macht. Da muss ich den richtig recht geben, also das Ding musste drin sein. Elia. Und ich will ja Minimum einen Unentschieden hier rausholen. Minimum. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie. Wenn nicht eher auf Sieg spielen. Olic. Oh, das ist so ein Abpraller! Also echt, boah ey, bittere Pille, was ich da war. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Stindl. Lars Bender. Ja gut, wie gesagt, ich wollte eigentlich sehr gute Spiele zeigen, aber Vita. Es könnte ja noch ein gutes Spiel werden. Wer weiß das schon. Und nun Christian Gentner. Ach so, wie meine Mannschaft gerade spielt. 3-2 nur noch. Das war richtig schön. Wie gesagt, bei FIFA kann es sau schnell gehen, weil 2x6 Minuten, also 12 also Minuten, da ist nicht sein eigenes. Sehr viel und möglich. Definitiv. Das ist wirklich sensationell. Wir müssen mal gucken, ob wir hier noch eine Schippe drauflegen können. Also ich will hier Minimum Unentschieden rausholen. Ah, und da läuft er wieder. Und da läuft er wieder. Herrliche Flanke. Mann! Was machst du? Und er verfehlt das Ziel. Ah, das ist so. Wie bei Fußball, wenn ich zum Beispiel. Ja, wie soll ich sagen? Welchen Spieler kann ich da als Beispiel nehmen? Rafinha. Rafinha vom FC Bayern. Gentner. Ich bin ja Bayern-Fan, ja? Aber. Kruse. Kriege ich auch immer so Panik, ja, wenn der Rafinha an den Ball hingeht. Und Lukas Podolski.
ganz ehrlich. Also in der Abwehr ist er ziemlich gut, echt. Und im Sturm ist er echt effektiv. Da habe ich Glück, dass ich nicht noch mehr hier... Aber warum geht da eine Spieler nicht ran, ey? Das ist manchmal so, wo ich die Welt nicht verstehe. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Da zum Beispiel, ich habe leicht geschossen, aber irgendwie nimmt er den in der Mitte richtig. Ah, das ist bitter, Leute, das ist echt bitter, ey. Aber wie gesagt, wir wollen nicht motzen hier, wir wollen Fußball spielen. Hand. Deswegen schaut ihr ja auch die Videos an, um schöne Spiele zu sehen, und deswegen werde ich Gas geben, ich werde mein Bestes geben. Ich werde mich aufopfern, ich werde kämpfen, bis zum Geht nicht mehr. Halbzeit! Das kann ich euch versprechen, ich werde in der zweiten Halbzeit trotzdem weiterhin Gas geben und werde versuchen, alles, um meine Mannschaft noch zum Sieg zu bringen oder mindestens unentschieden. Also, da werden wir wirklich alles versuchen. Alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Aber so? Zweikampf um den Ballbesitz. Alter! Ich krieg Panik, Leute. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das müsste es sein. Das wäre es gewesen. So heißt es richtig. War es nur Pech? Kehl. Bad Stuber. Rieter. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball. Und da hat's kurz geleckt. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob das. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder so. Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter, was sagt er? Er sagt Vorteil. Ja, und so bekommen wir hier ein Pfiff. Zuerst. Oh, jetzt tut er das Foul. Aber dann kommt der Pfiff. Hab ich nochmal Glück gehabt. Und die gelbe Karte, so wie es aussieht. Oder doch nicht? Nein, er lässt sich stecken. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, mit Freistößen, ich weiß nicht, ich komme damit nicht wirklich klar. Aber irgendwie... Ich probiere es einfach mal. Da hätte er auch schon. Ja, schief gehen kann es ja nicht, also von daher, versuchen ist immer gut. Man lernt ja immer wieder was dazu. Ein überzeugender, ruhiger Spielaufbau. Aber dann können sie den Ball nicht behaupten. Kehl. Stindl. Und da, warum spielt er so hin? Der könnte passen. Und er trifft. Abseits. Kein Tor. Oder Tor? Abseits. Oh Mann. Und das heißt natürlich. Also sagt mir jetzt bloß nicht, dass keine Spannung drin ist, ey, Leute. Da ist echt Spannung drin. Da ist echt Spannung drin, weil es steht auf der Kippe. Steht definitiv auf der Kippe. Also wenn ich jetzt noch ein Tor reinkriege, dann wird es natürlich schwer, aber wie gesagt. Ich kämpfe, ich fighte hier weiter, egal was passiert. Achtung, jetzt! Erstmal nur abgewehrt. Oh, und der... Dank seiner Übersicht konnte er den Ball... Jetzt schießt er und... Oh, Gott sei Dank, ey. Also bei meiner Abwehr habe ich, glaube ich, langsam ein bisschen Angst. Ich glaube, ich bräuchte mal bessere Spieler in der Abwehr, weil... Ich kriege langsam Panik, ey. Jetzt hat es wieder geleckt. Kehl. Jetzt haben Alter, Poldi, was machst du da? Und irgendwie laufen meine Spiele nicht mehr richtig. Das war schon mutig, sich in diesen Ball. Das ist schon irgendwie ein bisschen. Ja. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Natürlich will ich jetzt keine Ausreden oder so sagen oder so. Keine Ahnung. Wenn der Torwart nur 20 cm hochspringen muss und sich den Ball schnappen kann, dann ist das. Aber was geht denn? Warum rennen die so weit vor, ey? Und nun Lukas Podolski. Lars Bender. Oh oh. Oh oh. Hand. Ich glaube, den haben sie jetzt kaputt gemacht. Super, klasse Tor. Schäfer. Kruse. Und Lukas Podolski. Jetzt hat es gerade wieder geleckt, ey. Er könnte passen. Genau in dem Moment, das ey. Gelöst hat. Alter, was macht denn der, ey? Schäfer. Robin Knoche. Rieter.
muss die Ruhe bewahren. Ich muss die Ruhe bewahren. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ich versuch's natürlich mit Kurzball. Passspiel, aber wie gesagt, Olic. Immer kann es natürlich auch nicht gehen, aber. Sowas nennt man saubere Abwehr. Ich versuch's zwar. Stindl. Kehl. Kehl ist durch. Komm! Schon wieder ein Leck! Oh, ärgerlich, ey. Ärgerlich, echt. Kehl. Ja, klar, und dann schrubbt er mich da weg, ey. Bad Stuber. Gut mitgespielt. Oh, Mann, ey. Und jetzt krieg ich das Tor, pass auf. Schnell, steil gespielt. Aber der Gegner ist am Ball. Und nun Christian Gentner. Alter, was macht der für Pässe, du? Polanski. Ah, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, ey, Mann. Und jetzt eine klasse Parade des Torwarts. Also wirklich, ich hab Chancen, klar, aber irgendwie klappt das nicht, ey. Logisch, das muss Eckball gehen. Zati ist halt live dabei und. Ah. Oh, das war ein schwieriger Ballbusch. Ja, aber ich glaube, der ist ihm versprungen und. Das soll ich mal von der anderen Seite probieren. Und schon wieder ein Leck. Und schon wieder ein Leck. Ey, warum nur, ey? Also an mir kann es ja nicht liegen, ey. Ich habe eine 50 Mbit-Leitung, hallo? Achtung, jetzt wird toll, wie er das macht. Und jetzt hat er die Chancen ohne Ende. Also das wird echt noch. Und das war natürlich eine hundertprozentige Chance. Okay, jetzt auf Sieg komplett. Entweder, also auf Unentschieden. Entweder schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, ey. Lars Bender. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich Mann! Gezeigt. Es sind jetzt nur noch wenige. Warum Minuten lässt er den durch? Warum? Und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Jetzt kann er sich nicht entscheiden, wen er nehmen soll. Da kommt so oder was? Ey. Lukas Podolski verletzt. Super. Max Stuber. Freut mich überhaupt nicht. Stindl. Da und schon wieder ein Leck. Ey. Komm, Lukas. Ein Pass, bitte. Stindl. So, für einen Angriff reicht's noch. Wer könnte Ihnen jetzt noch den Ausgleich bringen? Da, der grätscht rein wie ein Bekloppter. Und nun Lukas Podolski. Ein Traumpass. Mann! Mann, jetzt wird's gefährlich. Warum? Ich tu und darüber spassen und. Oh Mann, ey, das ärgert mich jetzt, ey. Das ärgert mich jetzt. Aber übelst. Also, wie gesagt, Leute. FIFA. Ja, ich und FIFA. Wenn ich mich aufreg, dann bei FIFA. Ja. Emotionen pur, würde ich sagen. Richt mich auf. Echt. Na gut, was will man machen? Das Spiel ist vorbei. Ich habe 2-3 leider verloren. Ob ich jetzt die schlechtere Mannschaft war oder nicht, entscheidet selber, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe meine Chancen auch nicht genutzt. Das wird sich demnächst, glaube ich, dann wieder ein bisschen verbessern. Hoffe ich mal, dass ich noch ein bisschen mehr dazu lerne und dass ich dann paar bessere Spieler noch bekommen, wenn ich genug Credits habe. Okay, jetzt habe ich 14.817 Coins. Den Spieler, wo ich habe, Milder, kostet ungefähr so 20.000 Coins. Vielleicht früher morgen und so weiter, wenn ich ihn mir hole. Aber wie gesagt, müsste halt auch besser laufen. Aber tja, manchmal hast du halt so Fälle, wo das nicht so funktioniert. Wie gesagt, im Singleplayer gegen Computer bin ich gar nicht mal so schlecht.
gegen menschliche Gegner, naja, noch nicht so. Sieht man ja, 3 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, das ist nicht so wirklich optimal. Könnte auch besser sein. Aber wie gesagt, wir tun alles dafür, dass es besser läuft und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Players Club Member. Ich bin raus.